So, hier leuchtet noch keiner in der Nähe. Wir machen einmal hier die Runde. Gut, hier reagiert keiner. Ich hätte sich der gedacht, weil er so voll motiviert ist. Da oben haben wir nur den Jungen. Mich wurmt es ja immer noch, dass ich den Jungen nicht finde. Was steht da? Kann man nicht lesen. Jetzt erst recht nicht. Okay, der Junge ist immer noch da. Da oben ist keiner. Dann finden wir scheinbar etwas weiter unten in der Stadt. Also so groß ist die Stadt ja nun auch wieder nicht, wie die gerade meinten. Es ist ja nicht gerade ein Dorf. Ich finde schon, dass es ein Dorf ist. Aber drücken muss ich jetzt nichts, ne? Zauber, Zauber, alles da. Ja, schauen wir mal. Aber wir haben auch schon einen Stern, der uns das zeigt. Ich möchte aber nicht alles vorgesagt kriegen. Sagt mir doch jetzt auch nicht alles vor, oder? Gehen wir tatsächlich hier lang. Sonst muss ich den Stern echt ausmachen, aber irgendwie finde ich es ganz hilfreich. Der soll mir nur nicht jeden... Ja, kleinen Scheiß. Wo kommen wir denn da hin? Muss ich echt in die Kanalisation? Ich will nicht. Sinotröpfchen, die Fiole, sie leuchtet. Schick, dann ist hier jemand in der Nähe, der uns was von seinem Herzen abgeben kann, nicht? Oh. Oh, wie niedlich der ist. Und die einzige Person, die hier ist, ist der da. Sieh ihn dir an. Mann, kann ja kaum stillstehen vor lauter Tatendrang. Volltreffer. Du glaubst, er hätte was Enthusiasmus über? Absolut, Junge. Da verwette ich meine Laterne drauf. Holen wir es uns. Oder was ist? Ob der uns was abgibt? Wie geht's, Kochtopfkopf? Du willst uns nicht zufällig einen Gefallen tun, oder? Hey, lenk mich nicht ab. Ich bin beschäftigt. Beschäftigt? Und womit, wenn man fragen darf? Ich muss die Stadt gegen das Mäusevolk verteidigen, natürlich. Mäusevolk. Oh ja, ich hab mal von den Mäusen gehört, die in Katzbuckel leben. Diese Mäuse sind eine Bedrohung. Überall wuseln sie rum und hecken Unfug aus. Aber die Erwachsenen sind zu faul, um etwas dagegen zu tun. Die meisten merken nicht einmal, wenn die Mäuse etwas stehlen. Und den anderen ist es wohl egal. Aber nicht mit Ricky Löwenherz. Ricky. Das Mäusevolk wohnt in der Katalysation, deshalb stehe ich hier Wache. Jede Maus, die sich hier rauftraut, bekommt's mit mir zu tun. Schön, schön, wir haben uns nicht geirrt. Der strotzt nur so vor Enthusiasmus. Olli, das übernimmst du. Was meinst du damit? Achso, das war der Junge. Also, König Tom scheint der Enthusiasmus ausgegangen zu sein. Und da kommst du ins Spiel, Ricky Mickey. Du hast eine Menge davon. Wenn wir König Tom was davon geben, ist die Stadt ganz fix wieder in Ordnung. Genau, deshalb wollten wir dich fragen, ob du deinen Enthusiasmus mit uns teilen würdest. Na klar, ich würde alles tun, um dem König zu helfen. Danke, Ricky. Gut, Herz empfangen, Herz schenken war ja falsch. Die Quintessenz des Tatendrangs. Enthusiasmus erhalten, mal wieder. Wow, das war seltsam. Jetzt weiß ich also, wie sich Magie anfühlt. Seltsam? Was meinst du? Normale Leute haben keine Ahnung vom Zaubern. Weißt du, Olli? Die wissen meistens nicht, wie man damit umgeht. Heißt das, dass König Tom wieder in Ordnung kommen wird, Oliver? Ja, und wenn der König wieder so ist wie früher, sollte es auch bald allen anderen besser gehen. Genau, Junge, dein Enthusiasmus wird alle beflügeln, nicht wahr? Gut zu hören, aber bis es soweit ist, bleibe ich lieber hier und behalte das Mäusevolk im Auge. Alles klar, man sieht sich, Ricky. Okay, das hat gut geklappt. Aber wo ist der dritte Junge? Hat die sich da nur eingebildet? Hat die vielleicht nur zwei? Oder weil die gleich aussehen, verwechselt die selbst immer und meint immer, sie hätte mehr? Ich weiß es nicht. Gut, wir gehen jetzt erstmal zum König. Dann sehen wir weiter. Der gelangweilte König. Da oben kommt man aber nicht hin. Denke ich. Niedlich, die Charaktere. Ist das schön. Ich mag so Spiele, wo alles schön ist. Ich mag keine Gruselspiele. Ich spiele lieber sowas. Ich wundere, wenn ich mit der Karte immer so hin und her wabere. Ich gucke tatsächlich immer mal, ob ich nicht doch noch irgendwas sehe.
Kann man hier mit dem auch nochmal reden? Seine Majestät empfängt zurzeit leider keine Besucher. Tut sie doch. Wir dürfen einfach durchlaufen, weil wir jetzt fesch gekleidet sind. So. Bis wohin darf ich gehen? Darf ich bis nach vorne gehen? Oder nur bis hier? Hm? Ja, ihr schon wieder. Wir sind diese ständige Unterbrechung langsam leid. Entschuldigung, Eure Majestät, aber wir haben da etwas für Sie. Ja, extra für dich, Katzenheini. Das bläst deine Müdigkeit einfach weg. Wirst dich wie neugeboren fühlen. Kräftige Zähne, glänzendes Fell. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das klingt ausgezeichnet. Diese verfluchte Müdigkeit wird noch unser Tod sein. All diese Audienzen haben uns zu schaffen gemacht. Kein Problem, Eure Majestät. Brauchst nur ein bisschen Enthusiasmus, nicht wahr? Und Herz schenken. Wir nehmen das, was wir haben. So, do you think it works? Let's see, shall we? What the devil was one up to? Your Meowjesty, please tell us you're back to your old self. Eh? Why, one is 10 times more energetic than one has ever been. But one feels different somehow. This is your doing, is it not? Then you must be rewarded. Your Meowjesty, it seems that these brave adventurers have lifted the curse that was placed upon you. What? Is this true? Yes, Your Meowjesty. It appears that you were cursed with a lack of enthusiasm. Is that so? One certainly didn't feel oneself for a while there. It seems one is in your debt. Welchen Lohn wollt ihr euch, Miaus bedingen? Schick, du weißt, was wir brauchen, oder, Olli? Oh, klar, wir brauchen einen Zauberstab, Eure Majestät. Jo, ist dem so? Seltsam, wir haben das Gefühl, dieses Gespräch schon einmal geführt zu haben. Jetzt, wo wir darüber nachdenken, in unserem Schlafgemach, ist ein Zauberstab versteckt, den wir als kleines Kätzchen mir außerordentlich schätzen. Ach, wirklich? Und? Und wir wären geneigt, uns davon zu trennen, aber wir müssen ihn erst suchen. Kommt später wieder und ich werde ihn euch mir aushändigen. Oh, wow, vielen herzlichen Dank, Eure Majestät. Mein Miaustät. Sag, Junge, wenn du mir auf der Suche nach einem Zauberstab bist, bist du denn vielleicht ein Zauberer? Das ist er, Eure Miaustät. Ein funkelnagelneuer Zauberlehrling, der noch nicht allzu viel Ahnung von Magie hat. Ist dem so. Dann können wir dir mit dem ein oder anderen Zauber Miaus helfen. Unser Zauberstab ist schließlich nicht so viel Nütze ohne Zauber. Wirklich, Eure Miaustät, das ist wirklich zu gütig. Vielen Dank. Du hast eine Seite mit dem Zauber Schloss öffnen erhalten. Du hast eine Seite mit dem Zauber Alte Pracht erhalten. Was ist das denn? Ja, hahaha. Die Zauber werden dir gefallen. Sie waren uns in jungen Jahren eine große Inspiration. Einer, der Sachen öffnet und einer, der die Dinge wiederherstellt. Wie? Was hast denn damit getrieben, Eure Majestät? Ja, das geht dich nichts an, Fee. Nun, Junge. Du reist mit Vertrauten, nicht wahr? Wir haben den Waffenhorst in der Stadt angewiesen, dir die Erlaubnis zu erteilen, dort einzukaufen. Den Waffenhorst? Was für ein Laden ist das denn, Eure Majestät? Miau. Bist du wirklich ein Abenteurer? Wir sind etwas besorgt um die Sicherheit eines derart ahnungslosen Individuums. Wie dem auch sei, der Waffenhorst hat Waffen und Ausrüstung für Vertraute mir auf Lager. Warum sucht ihr diesen Laden nicht mehr auf, während wir nach dem Zauberstab stöbern, Das werden wir, Eure Majestät. Vielen Dank. Nun denn, wir haben viel zu tun. Kommt bald wieder mir auf einen Besuch vorbei. Ja, nice. Dann gehen wir. Alte Pracht. Okay, etwas, was kaputt ist, können wir wieder herstellen. Ob wir das jetzt schon benutzen können, das mit dem Schlösserknacken ist natürlich was anderes. Da haben wir im Finsterwald, oder im finsteren Wald haben wir da was. Und hier war auf der Anhöhe auch so eine Kiste, die wir noch nicht öffnen konnten. Aber die haben verschiedene Farben. Ich bin mal gespannt, ob man dafür... Ja, ich glaube schon. Für die andersfarbigen Kisten brauchen wir auf jeden Fall einen mächtigeren Zauber. Aber gut, wir werden sehen.
Ich frage mich, ob ich den jetzt anwenden muss. Oder ob der auch automatisch passiert, wenn ich davor stehe. Das können wir jetzt direkt gleich mal testen. Aber der Junge und ist und bleibt verschollen. Aber ach, der Junge ist weg. Ach, das war der Mäusejunge von oben. Okay. Diese Truhe scheint durch sehr mächtige Magie verschlossen zu sein. Okay, lilane Truhen. Ja, I'm sorry. Lilane Truhen gehen also nicht. Sag mir doch, wo dein anderer Bruder ist, verdammt. Magie ist toll, ja. Ach, wie doof. Naja. Gut, jetzt habe ich die Farbe vergessen, der Kiste oben. Auf jeden Fall an das farbige gehen. Und nicht die. Ich glaube, blau war es dann. Ja, lila geht nicht, aber blau geht. Und ich laufe gerade total falsch, aber es ist auch okay. Oh, schauen wir mal, was hier abgeht. Hier ist der Waffenhorst. Schauen wir mal, womit wir den kleinen Wichtel ausrüsten können. Gehe zum Waffenhorst. Tag. Ah, du bist es. Seine Majestät hat mir ausrichten lassen, dass du kommen würdest. Ich soll dir alles verkaufen, was du brauchst. Und das tue ich sehr gerne. Also sieh dich um. Ich bin sicher, dass du hier etwas findest, mit dem du deine Vertrauten ausrüsten kannst. Da steht der Junge und heult oben rechts. Yeah! Oh Mann, gerade gesehen, ey. Meine Vertrauten ausrüsten? Was meinen sie damit? Ah, ich sehe schon, dass du eine Erklärung brauchst. Nun denn, es ist folgendermaßen. Um zu verhindern, dass eure Vertrauten federn lassen, könnt ihr sie beflügeln, indem ihr sie mit bestimmten Gegenständen ausrüstet. Ich will mich ja nicht aufplustern, aber mit meinem Waffensortiment finden sich vielerlei Dinge, die eure Vertrauten als Ausrüstung benutzen können. Es gibt drei verschiedene Arten: Waffen, Rüstungen und Accessoires. Aber denkt daran, dass die Gegenstände, die ein Vertrauter benutzen kann, von seiner Gattung abhängig sind. Von dem Sternzeichen vielleicht oder Kriege? Es ist ganz einfach. Also bloß kein Herzflattern kriegen. Probieren geht über Studieren. Versuch einfach, eure Vertrauten auszurüsten. Aber ihr solltet euch nicht benachteiligt fühlen. Menschen können sich natürlich auch mit Gegenständen ausrüsten. Wählt Freunde und Vertraute aus und drückt X, um die Gegenstände, mit denen ihr ausgerüstet seid, zu wechseln. Rechts, ich könnte euch den Vogel abschießen und euren Vertrauten die gleichen Sachen kaufen wie euch selbst. Ihr. Das nennt man Partnerlook. Okay. Wow, okay. Sobald ich etwas Geld habe, werde ich Accessoires und solche Dinge kaufen. Der olle Piepmatz hat dich ja schön um den Finger gewickelt, Olli. Denk aber daran, dass du nicht nur Accessoires anlegen kannst. Zauberer wie du können auch alle möglichen Zauberstäbe verwenden. Verdammt, Mann. Apropos Zauberstab. Wir müssen uns doch deinen neuen Zauberstab vom König besorgen. Hatte ich glatt vergessen. Ja, ich denke, er sollte ihn inzwischen gefunden haben. Das denke ich doch auch. Olli, los, auf zum Palast. Ja, aber ich kaufe jetzt erstmal hier ein bisschen ein. Ein Kunde. Ich will mich ja nicht aufplustern, aber unsere Waren sind die feinsten im ganzen Land. Okay. Da sehe ich, wer es ausrüsten kann. Das ist doch schon mal nett. So, das gibt plus 6. Ist auf jeden Fall höher. Ein einfaches Schwert erhält in Katzbuckel scharf und leicht zu handeln. Für einen guten Preis. Ja, schon teuer, aber... gibt Magie auch. Das gibt 26 mehr. Das gibt aber auch ein bisschen Magie mehr. Ja, das ist Mist. Das will keiner. Das ist ein typischer Spiel und so. Das ist nicht einfach, die Wichser einzusetzen. Okay, Horn und Klaue. Klinge. Es gehört zur Gattung Klinge. Also das gibt Treffergenauigkeit, aber das ballert so richtig schön rein. Also eigentlich tendiere ich doch eher dazu, aber es ist auch sehr teuer. Was haben wir denn noch? Wir haben hier einfache Kopfbedeckung. Das kann eh keiner tragen. Ja, aber das haben wir ausgerüstet. Das ist schön. Der Zahn eines Riesen. Sein Furcht und Aussehen versetzt Gegner in Panik. Oh, nee, das ist mir zu teuer. Das mache ich, glaube ich, nicht. Da gebe ich das Geld lieber für ein Schwert aus. Ich meine, wir haben ja Geld und wir haben auch Ausrüstung. Ich glaube echt. Komm, wir nehmen das. Geld, ich bin doch so geizig. Okay. Möchtest du... Ja, total gerne. Dann haben wir das jetzt ausgerüstet. Ja, und jetzt sehen wir auch, dass das alles hier sich negativ auswirkt an den Zahlen rechts. Okay, schön. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ja, wir haben das jetzt. Einfach Schwert erhält ein Katzenbuddel scharf und leicht zu... Wupp. Ich behalte es nochmal. Die behalte ich auch. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, wer das tragen soll. Ich bin es auf jeden Fall nicht.
Kräuter, die vor allem dazu benutzt werden, die Effizienz verdrängen. Okay, Komponenten. Ja, nee, ich verkaufe hier nichts. Bei diesen Preisen müssen wir einen Vogel haben. Kommt bald wieder. Die Sprüche sind echt die geilsten. Und hier ist der Junge. Na, endlich. Aua, ich bin gestolpert und habe mir das Bein gestoßen. Oh, bist du in Ordnung? Halt nur einen Moment still, ich kann dir helfen. Gut. Wow, tut gar nicht mehr weh, das ist so cool. Bist du ein Zauberer? Allerdings, deine Mutti hat mich geschickt, um dich zu suchen. Sie sorgt sich um dich. Echt? Na gut, dann gehe ich gleich nach Hause. Danke, dass du mich mit deiner Magie geheilt hast. Ja, da ist der Junge endlich, da war er. In welchem Laden war nochmal eine Kiste? Ich glaube bei der... Kiste. Blup. Du erhältst ein Eisbecher. Leckerer Eisbecher. Okay, dann sind wir hier fertig. Unser Wichtel hat ein monstermäßiges Schwert. Für uns war jetzt noch nichts dabei. Also wie gesagt, das war mir zu teuer. Ich würde gern nochmal in den Uhu-Shop gehen. Weil ich glaube, dass da auch eine Kiste war, wenn ich mich recht erinnere. Nee, ich gehe erstmal zur Mutter und sage ihr, dass wir alle Berger gefunden haben. Huch. Dann kriegen wir Stempel. Ich glaube sogar drei, wenn ich mich recht entsinne. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du alle meine drei Jungs gefunden hast. Und du hast dich sogar um die Wehwehchen meiner drei kleinen Lümmel gekümmert. Du bist ein Schatz, ein richtiger Schatz. Ich bin froh, dass wir helfen konnten. Oh, ich kann es kaum erwarten, dass sie ein bisschen erwachsener werden und vorsichtiger sind. Hier, als kleines Dankeschön. Danke, danke, danke. Drei süße Pasteten und 30 Gulden. Eine Mutter kann sogar zurückgeben, Kinder, oder? Haben wir erledigt. Stempel. Ja, cool. Brauchen wir nur noch drei? Dann können wir uns diese Schuhe da kaufen. Also da tendiere ich ja doch echt zu. Wenn du das nächste Mal in Katzbuckel bist, komm doch vorbei und spiel ein bisschen mit meinen Jungs. Oh, ich bin ein viel beschäftigter Junge. Ich denke nicht. I don't think so. Oh. Ach so. Schon Ewigkeiten her. Ach, der stand letztens noch vor dem Ding. Ich finde das super. Es ist zwar so... Es ist zwar nicht so großartig wichtig, aber es sind so diese kleinen Details, die das Spiel ausmachen. Deswegen finde ich das super, dass, ja, sich irgendwie bewegen. Der Typ, der saß zwar immer noch auf seiner Treppe gerade. Ja, aber dass die halt immer nicht am gleichen Ort sitzen. Gut, dann kommt man zwar natürlich ein bisschen durcheinander, weil man dann denkt, das ist ja jemand Neues. Aber gut. Damit kann ich leben. Wir laufen durch. Wir sind VIPs. Oh, ich glaube, das Spiel wird aber auch irgendwie mal gruseliger oder nicht so schön an manchen Stellen. Möchte ich hier bleiben? Okay. Er sieht ein bisschen verstört aus. Was ist passiert? Oh, er guckt unglücklich. Oh, ihr seid es, zum Glück. Ihr müsst uns helfen, etwas Schreckliches ist geschehen. Verflixt nochmal, Mann. Sag nicht, dass der olle König Tom schon wieder ein gebrochenes Herz hat. Nein, nein, dem Herzen seiner Majestät geht es einwandfrei, soweit ich weiß. Soweit sie wissen. Nachdem du den Enthusiasmus seiner Majestät wiederhergestellt hast, wollte er seinen Zauberstab wiederfinden, um ihn dir als Belohnung zu überreichen. Er war so fest entschlossen, dass er sich höchstpersönlich auf die Suche machen wollte. Das ist doch gut, oder nicht? Warum die ganze Aufregung? Seine Majestät ist verschwunden. Was? Die Torwächter schwören, dass er Katzenbuckel nicht verlassen hat, aber er ist dennoch nirgends zu finden. Hm, die Sache stinkt doch, Olli. Da bleibt uns wohl nur eins übrig, was? Und was soll das sein, Tröpfchen? Gute alte Detektivarbeit, was sonst? Na schön, Helmchen. Du und deine Kollegen, ihr behaltet den Palast im Auge und wir suchen nach Hinweisen. Oh, jawohl, verstanden. Aber wo sollen wir dann suchen, Tröpfchen? Keine Sorge, Olli, du kennst den Ort schon. Und zwar ziemlich gut. Los, ich erzähl dir alles, wenn wir draußen sind. Okay. Ich habe eine schlimme Vorahnung. Wo gehen wir hin, Tröpfchen? Und was ist das für ein Ort, den ich angeblich so gut kenne? Was denkst du denn, Schlaumeier? Motorville natürlich. Oh, was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Motorville? Aber was soll Motorville denn damit zu tun... Was hat Motorville denn damit zu tun, den König zu finden? Tja, nicht alle Antworten wirst du hier drüben finden, Olli. Hä? Was heißt das? Du darfst die ganze Sache mit dem Seelenverwandten nicht vergessen, verstehst du? Was wir in dieser Welt sehen, ist nicht immer das ganze Bild. Seelenverwandte, okay. Denk doch mal nach, Olli. Warum bist du in unserer Welt, ne? Um meine Mama zu rennen.
Genau, und deine Mutti ist die Seelenverwandte von der großen Weisen Alice, okay? Und wir versuchen, Alice hier aus der Seelenfalle zu befreien, damit wir deine Mutter drüben helfen können, nicht? Ja, so hast du mir das erzählt, Tröpfchen. Und das war nicht geflunkert. Leute in deiner Welt sind mit denen in meiner Welt verbunden. Nicht nur Alice und deine Mutti, sondern alle. Ach so? Das heißt? Genau, hast es kapiert. Da drüben in deiner Welt gibt's jemanden, der mit König Tom hier verbunden ist. Und wenn jemand hier in unserer Welt in der Patsche hockt, kannst du manchmal vom Seelenverwandten in deiner Welt erfahren, wie du helfen kannst. Oh Gott, wie kompliziert. Weil sie verbunden sind, verstehst du? Ist doch eigentlich ganz klar, oder nicht? Also ist irgendjemand in meiner Welt der Seelenverwandte von König Tom? Richtig. Muss aber kein Mensch sein. Und vielleicht hat er auch nicht so eine gehobene Stellung wie unser Katzenkönig. Okay, dann ahne ich vielleicht was. Wie? Nu, Kater in Tante-Emma-Laden und König von Katzbuckel ist nicht gerade vergleichbar, oder? Kater im Tante-Emma-Laden? Ich glaube nicht, dass... Ah, der Olli hat doch auch eine eigene Katze. Ich erinnere mich, wie cool. Verpflegst noch eins. Ist ja nicht auszuhalten mit dir, okay? Seelenverwandte können gleich aussehen und sich auch ähnlich verhalten. Das hatten wir ja schon geklärt. Und als du König Tom zum ersten Mal gesehen hast, hast du doch bei dir gedacht, aber hallo, der sieht ja genauso aus wie Tommy, der Kater. Hab ich das? Du meinst, König Tom ist... König Tom und Tommy, der Kater, sind... Aber Frau Lailas Katze? Jetzt hast du es kapiert. Besser spät als nie. Aber Tommy ist doch nur eine Katze. So ist es, genau wie unser Kumpel König Tom. Was ist daran denn so schwer zu verstehen? Verdammt, du bist ja nicht sonderlich helle für so einen jungen Kerl, was? Wenn zwei Leute seelenverwandt sind, gibt's auf jeden Fall irgendwelche Gemeinsamkeiten. Muss bloß unvoreingenommen sein und die Augen offen halten. Finde die Gemeinsamkeiten und du findest den Seelenverwandten. Hui, ich hätte nie gedacht. Tommy also? Ja, Tommy, mein Junge. Wenn wir den fetten Fellknoll finden, bekommen wir vielleicht heraus, was mit König Tom los ist. Also, zauber uns mal ein Portal herbei, dann wechseln wir in deine Welt zurück, okay? Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Na klar, mal sehen, wie es den Leuten daheim in Motoville so geht. Na, dann sieht er jetzt da aber ein bisschen komisch aus, oder? Ja, dann machen wir das auch direkt. Wie cool. Portal.